So, jetzt kommt die Margret Nieschake, die große Führungsstelle. Die hat auch immer eine wunderschöne Geschichte. Und jetzt hat sie wieder neu einen Anruf von der Bank. Ein Anruf von der Bank. Ist das richtig so? Ein Anruf von der Bank. Der Schorsch kam hier Stress von der Arbeit und wurde heim direkt von der Oma empfangen. Den Bank hat angerufen und wohl unbedingt mit der Schwätze. Welche Bank hat angerufen, frischte Schorsch. Welche Bank, sagte Oma ungehalten. Den Bank, du weißt doch. Aber die hat doch einen Namen. Ich habe nämlich zwei Banken. Och, die heißen doch all ähnlich. Das stimmt nur, wurde der junge Mann mit der Fusse Johor, der für am ersten Schalter sitzt. Mit dem habe ich mich doch erst neulich so nett unterhalten. Ich habe noch nie einen Mann mit Fussigehör am Schalter gesehen. Ein jungfussig Mädchen wäre mir ja vielleicht aufgefallen. Aber sag mir doch, wie hieß die Bank, die angerufen hat? Ach, die Dingsbank ist doch nämlich dem Friseur, der neulich aus dem Katrinchen die Haare so schön gemacht hat. Ich brauch keine Friseur, ich habe einen Blät. Ich brauch nur den Namen von der Bank. Ja, und gegenüber von der Bank ist doch der Dachdecker, der der Dantris hier ein Dach geflickt hat. Und dabei ist ihm doch ein Pannenraff gerutscht und der dann durch den Fuß gefallen. Die ist doch dann noch eine Woche lang rumgehumpelt. Oma, das interessiert mich nicht. Ich möchte nur den Namen von der Bank, die angerufen hat, wissen. Jung, du bist aber höge so begriffsstutzig. Wenn du richtig zuhören denkst, dann wüsstest. Jo, Oma, dann sag mir doch endlich. Was bist du so aggressiv, Höck? Hast du eine schlechte Tag? Da platzt dem Schorsch der Kragen. Ich griff noch am Telefon und wählte die Nummer von der Bank. Und zwar die ein, wo ich neulich ein Konto überzogen hat. Doch die sagten, dass sie nicht angerufen hätten und dass ein Konto in Ordnung wäre. Da überlache, dass ob der andere Bank nur festgehalten war. Da konnte doch eigentlich ja nichts verkehrt sein. Oder ob die Zinsen wieder so stark gefallen wurden, dass sie eben den Vertrag kündigen wollten. Doch wie er noch so physisch hinsimuliert, schellte das Telefon. Wie die Hörer aufnahmen, meldet sich die Schringerei Kunze. Man wollte nur Bescheid sagen, dass die Bank für ihre Jahre fertig ist. Und auf müssen gleich bringen können. Ja, es gibt verschiedene Banken, Jode und Schlechte. Aber da, wo man sich drauf setzen kann, das sind die Besten. Dankeschön, Marke. Die Marke Nieschalke hat eine CD aufgeladen, und zwar Aus Avele Platt heißt die. Sind zwei CDs drin, jeweils von 80 Minuten, wo die Margret ihre Geschichten erzählt. Und das ist schon ganz toll. Und das ist ein Doppel-CD und die ist für 12 Euro von Margret zu haben. Wer die haben möchte, kann sich bei Margret melden. So, jetzt kommen wir auf